Auch wenn ihr Bitmap-Prügler sonst meiden solltet wie der Teufel das Weihwasser, schaltet jetzt bitte nicht ab. Marvel vs. Capcom 2, das für PlayStation 2 und Xbox erscheint, ist eine echte Perle des Genres. Dann wollen wir mal. Der Herr hier rechts im tuntigen Outfit ist übrigens Redaktions Street Fighter Ass Henryo Ernst, dem ich jetzt die Qualle aus dem Trümmel hauen werde. Obwohl das Spiel noch wie ein x-beliebiger Street Fighter Ableger aussieht, hat es durch das Team Feature eine Menge auf dem Kasten. Seid ihr zum Beispiel schwer angeschlagen, könnt ihr jederzeit durch Tastendruck eines eurer Teammitglieder ins Rennen schicken und euch im Hintergrund erholen. Auch wenn ihr mal mehr Power für einen Spezialangriff braucht, lassen euch eure Teammitglieder nicht im Stich. Mit der richtigen Tastenkombination könnt ihr auf dem Bildschirm die dreifache Zerstörungskraft entfesseln. Wie ihr gerade seht, geben sich nicht nur alteingesessene Prügelrecken und Superhelden einstellig ein. Jill Valentine, unsere alte Bekannte aus Resident Evil, hat zum Beispiel immer einen Granatwerfer und brennende Zombies im Gepäck. Das Spiel bietet euch einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die gesamte Capcom-Palette. Ob Star Gladiator, Strider oder Power Stone, jeder Charakter verfügt über seine typischen Special Moves. Die Grafik besteht aus einem Mix aus prächtig animierten 2D-Charakteren und 3D-Hintergründen. Durch den geschickten und stilvollen Einsatz der Polygone wirkt dabei keines der beiden Elemente irgendwie aufgesetzt oder unnatürlich. Was ihr hier gerade seht, ist übrigens die Xbox-Fassung. Die PS2-Version können wir uns sparen, die sieht nämlich genauso aus. Bei Grafikdetails oder Animationen gibt's da keine Abstriche. Vielleicht nur ein paar Worte zur Steuerung. Die PlayStation-Fassung steuert sich prächtig und bei der Xbox, naja, ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, besorgt euch den Controller S. Mit dem Originalpad ist nämlich kein Blumentopf zu gewinnen. Ansonsten ist es, wie gesagt, ein klasse Spiel, gebt ihm einfach mal eine Chance. Damit Kollege Henry gegen mich eine Chance hat, sollte er übrigens erstmal Shenlong besiegen. Sein Kung-Fu war zwar gut, aber meins ist besser.